Ach, ist es schön. Mit diesen ersten Sonnenstrahlen sage ich Hallo und herzlich willkommen zu The Witcher 3. Mein Name ist Franconia. Und wir haben in der letzten Folge, zum Schluss der letzten Folge, nochmal den Schrein hier aufgebaut. Er ist vor Hunger schon ganz blass. Und wir werden da auch, denke ich, ich guck mal, was wir hier so haben. Wir könnten Wanderung im Dunkeln wirklich gleich vollführen. Aber bei den Neven, aus Stufe 10, ey, was wollten die? Obwohl, da könnten wir eigentlich... Das ist hier entlang, aber das ist voll weit weg, ne? Komm, mach mal schnell die Schrein, oder? Hey. Hier ist Wasser. Halt! Kann ich da durch? Nee, ne? Reiten wir hier entlang. Letzterle. So. Ja, das sind ja nur, Gott sei Dank, drei Stück. Das ist nicht schlecht, das haben wir gleich. Boah, wie das aussieht, sehr cool. Also, jetzt komme ich hier schon langsam ins Gebirge, ne? Ja, und es hört einfach nicht auf zu regnen, ne? Also ich weiß ja nicht, ne, wie es euch geht, aber... Ich glaube, das regnet seit ein paar Folgen ununterbrochen, ne? Wo Höhle sind, da sind Leichen. Alter, sind die stark. Scheiße, ich hau ab, ich hau ab. Nein. Wäre das hier gewesen eigentlich? Ich weiß es gar nicht, ne? 2 Minuten auskalten würde, bevor ich sterbe. Wenn du einen Schildträger ermüdest, siehe Ausdauer, also vollständig erschöpft ist, lässt er den Schild fallen, sodass du ihn dann viel einfacher besiegen kannst. Ah, Schildträger, okay, okay. Das ist natürlich nicht schlecht, ne? Solche Tipps. Okay, ich muss mich echt stufenmäßig, muss ich mich echt verbessern. Ich weiß nicht, das ist jetzt, glaube ich, Folge 45. Bin noch gerade mal auf Stufe 4. Eieiei. Das kann ja noch was werden. Und jetzt, glaube ich, jetzt bin ich wieder da, ne? Okay, aber wir sind ja eigentlich schnell mit dem Pferd. Gewinne Pferderennen, um deinem Pferd bessere Ausrüstung zu verschaffen. Ja, das ist natürlich auch ganz, ganz cool. Nur wo gibt's die, ne? So, Verteidiger des Glaubens, Plätze. Du siehst aber schlimm aus. Komm schon, Plätze. Hier ist der Schrein gewesen, ne? Jo, gut, reiten wir weiter. So, und das im Galopp. Im Dauergalopp quasi. Ja, plötzlich ist auch schnell, ne, eigentlich. Ja, plötzlich sogar sehr, sehr schnell. So, aber wir werden, denke ich, dann bei diesen Typen einfach vorbeirennen. Beziehungsweise vorbeireiten. Weil das muss ich mir, glaube ich, jetzt auch nicht geben. So, noch 300 Meter. Noch ein Auftrag. Da sind Leichen nicht weit. Ja, aber darauf können wir jetzt gerade aktuell keine Rücksicht nehmen. Verlassene Städte, neue Markierung. Komm, wir werden hier mal kurz absetzen. Hier ein bisschen looten, was die Kräuter angeht. Ui, da ist ein Hase. Was ist das für ein Teil?
Nein, jetzt habe ich mich regeneriert. Ich Vollpfosten. Oh, scheiß aus, oder was? Was ist das? Okay, plötzlich reiten wir weiter. Hier, mein Freund. Ach, wir müssen hier entlang. Komm schon. Na, gute 100 Meter noch. Ich hoffe, da sind keine Gegner. Oh, doch, sind sie. Alter Verwalter. Alter. Ey, was geht denn ab mit euch? Voll aggressiv, ey. Agro, Junge. Alter Verwalter. Aber da gibt's vielleicht Wolfsfleisch. Ja, Hundetalge, braucht keine Sau. Ja, yeah, Wolfsliebe, wenigstens etwas. So, wir nehmen noch das alles mit. So, und stellen diesen Schrein wieder auf. Diesen haben sie auch zerstört. Diese Drecksbiste. So. Oder fehlt der Kopf? Nee, der ist da. Okay. Ja, 25 Erfahrungspunkte erhalten. Weiter geht's zur nächsten Quest, aber da ist ein Typ, ne? Alter Verwalter. Yeah! Sehr schön, was haben wir bekommen? Geisterstaub, alles mitnehmen. So, Plätze. Jetzt haben wir wieder nichts zum Futtern. Es ist doch herrlich. Was, und in 1200 Metern Entfernung? Sind erst die nächsten, das ist ja ewig weit weg. Hm, aber ist ja nur noch einer. Zum Glück, komm, den machen wir noch. Den machen wir noch. Obwohl das eine weite Reise mit sich birgt. Und es ist immer noch so dunkel und so stürmisch, ne? Okay, es ist erst kurz nach 7. Ja, ich lasse mal hier das außer Acht. Und reite hier wirklich einfach da querfeld ein. So, aufblitze. Da ist wieder der Weg. Ihr wisst ja, der Weg ist das Ziel. Boah, das ist aber richtig weit. Das ist, glaube ich, die längste Strecke, wo wir reiten hier. Oh. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Hier müssen wir entlang. Hier spielt die Musik. Und ich habe noch knappe 8 Minuten für bessere Waffe. Ja, und hier kommen wir auch her natürlich, ne? Oder sind auch Bienen? Ach, das sieht so cool aus, wirklich. Und hier waren wir ja schon bei diesem Schrein. So. Ich weiß nicht, reiten wir halt wieder zurück. Was soll der Geiz? Noch 600 Meter.
Und unser Pferd hat wirklich sehr, sehr cool und viel Ausdauer, ne? Muss man schon sagen, ne? Ach, und da ist auch noch ein Händler. Ui, da werden wir doch dann noch mal danach hingehen, ne? Ach, waren wir doch hier richtig. So, komm schon, Klötze. Nein. Nee, auf die habe ich gerade gar keinen Bock, ne? Weil ich habe ja kaum was zum Essen noch. Die verfolgen mich, Alter. Scheiße, die verfolgen mich. Oder? Nee, doch nicht. Okay, hat sich erledigt, aber da werden jetzt nochmal. So, Plötze, wir werden uns ausrüsten und zwar mit Feuerschaden. Kann ich nicht nehmen gerade, warum nicht? Ich kann nur das nehmen. Ist natürlich sehr, sehr schlecht. Wow, wow, wow. Seid ihr diejenigen, die in Velen die Schreine zerstören? Was hast du damit zu tun? Was habt ihr damit zu tun? Sieh, wir sind Verkündiger des Blitzes und ein schwerer Tropfen aus der Wolke. Dieser Blitz aber heißt Übermensch. Die Leute hier meinen, die Götter seien unzufrieden. Habt ihr keine Angst vor ihrem Zorn? Vor dem Zorn der Götter? Die Götter sind tot. Wir vernichten nur ihre verrottenden Überreste. Die sterbende Glut schädlichen Aberglaubens. Toll. Tut mir trotzdem einen Gefallen. Räumt hinter euch auf. Dann geht dahin, wo ihr hergekommen seid und vernichtet dort diese sterbende Glut. Religion ist nur eine Droge für die Massen. Die Götter sind tot. So spricht Meister Friedrich von Ochsenfurt. Die einfachen Leute fürchten die Religion und die Priester, nicht die Götter. Und die Angst hält sie in den Fesseln der Unwissenheit. Wir brauchen eine neue Moral oder gar keine Moral mehr. Ja, jetzt gibt's gleich hier ein paar Roundhouse-Kicks. Diese kleine Vorstellung ist zwar amüsant, aber mir wird langweilig. Verschwindet und kommt nicht wieder. Oder was? Oder ich verpfeife euch bei der Rektorin. Repression! Schnappt euch den Systemlakaien! Shit, alter Verwalter. Nein, Tod, fick dich, Mann. Besiege die Zerstörer, ey. Faustkämpfe. Es gibt schon ein paar auf die Nüsse hier. Okay, da muss ich wirklich ein bisschen mit Taktik vorgehen. Lieber ein wenig länger brauchen, ne? Als hier wirklich irgendwie ins Getümmel hier einfach reinzudreschen. Und die sind schließlich in der Überzahl, ne? Also Obacht ist geboten. Ja, wilde Tiere können als Nahrungsquelle dienen, Idiot. Ja, weiß ich doch. Darum jage ich sie ja auch, ne, weil ich Hunger habe den ganzen Tag. Das Schicksal einzelner Personen, manchmal sogar ganzer Gemeinschaften, hängt von deinen Entscheidungen ab. Das ist schön. Komm auf. Ich weiß nicht, hat er hier gespeichert gehabt? Nee, oder? Ach, jetzt müsste ich den ganzen Weg nochmal zurückreiten. Das mache ich aber nicht. Da war eine Erscheinung, die lasse ich aber auch mal in Ruhe.
sicherheitshalber. Nee, den Schrein, den lasse ich jetzt mal außen vor. Aber Schnellreise wäre jetzt nicht schlecht. Ne? Aber ich gehe mal hier wieder nach... Wie hieß die Stadt? Mittelhain, glaube ich. Ne? Genau da werde ich wieder zurückkehren. Und da gibt es Händler und Waffenschmiede, denn jetzt ist schon... Nee, das heißt, schon jetzt ist immer noch 7 Uhr. Ach Gott. Langsamer. Oha, Plätze. Was ist hier los? Soll ich die besiegen? Oder ich schleiche mich einfach mal so rum, ne? Vielleicht kann ich hier irgendwie was klauen. Ohne dass die mich bemerken. Was sind das hier für Tonöfen? Ne? Backsteinöfen. Die haben was aber einiges, ne? Dreck. Oh Mann. Plätze, Alter, wo bist du? Shit, ich hau hier ab. Ja, das ist zu gefährlich. Reiten wir weiter, komm, was soll's. Die ist geschissen. Auf die ist geschissen, Freunde. So, weiter geht's. Wie gesagt, wir reiten jetzt nur bis nach Mittelhain. Denn da gab es ja einen Händler und ich hoffe, der hat was zum Essen dabei. Wir müssen hier entlang. Komm schon. Nein, jetzt jagen die uns, ey. Leck mich. So. Mach langsam. So, hier war ja der Wegweiser, ne? Und jetzt müsste ja auch bald Mittelhain kommen. Auf diesem Sumpfgebiet. Also die sind alle so stark, die Viecher, ne? So, jetzt sind wir wieder hier. So, alle wach. Hallöchen. Und da ist ein Händler. Ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Meteoridenbahn. Mama sagt, wir sollen nicht mit Fremden reden. Bin ich ein Fremder, mein Junge? Zwergenschnaps. Und das sind wir an. Ich gehe zu dem Kaufmann. Ein Amulett, Pezua, ein paar Schildkrötensteine. Was zum Essen? Was hast du sonst noch anzubieten? Zähne von Leichen und Nierensteine. Bewährte Mittel für harte Zeiten. Ja, so schaust du aus. Anscheinend hat er nichts Gescheites. Ach, hier ist es mal. So, ich guck mal.
Kann für den ordentliche Summe an Händler verkauft werden und den Handwerkzutaten zerlegt. Alter Verwalter. Aber ich habe ja gar nichts, ne? Was ist das? Schädel kann an Händler verkauft oder in Handwerkzutaten zerlegt werden. Oh, nochmal die Satteltasche. Okay, der hat gar nichts, ne? Oh, Karten. Nein, jetzt habe ich die gekauft. Ey, scheiß die Wand an. Das habe ich nicht gewollt. Gut, dann verkaufe ich dem was, ne? Ach, was haben wir denn hier Schönes? Was ist das? Meteoritenborn. Ja, da verkaufen wir irgendwas. So, was haben wir noch hier? Was haben wir noch so viel? Hier. Gehärtetes Leder. Da verkaufen wir die Hälfte, hätte ich gesagt. Und ja, ansonsten. Ich kann nur mit dem Handel machen, okay. Ich weiß, in der Runde Gewinnspiel. Komm, machen wir noch. Wetteinsatz festlegen. Komm, da bieten wir alles. Spielen wir Karten. Wie wäre es mit Gwent? Yo, Mann! So, Edzettler, Drachenjäger, geil. Die füge ich natürlich mit hinzu. Gut, Anführer auswählen, ja, kann ich ja nur den. Wie gesagt, starten wir das Spiel. Und ich beginne. Das ist sehr schön. Strömender Regen, was nehmen wir? Und was nehmen wir noch? Den haben wir doppelt. So, Rundenbeginn. Wie gesagt, ich fange an. Und ich bin am Zug. Ja, dann nehmen wir doch gleich mal, fangen wir mal mit diesem Typen an. Oh. Was geht denn, Junge, was geht denn? Ja, komm. Yeah, doppelt so viel. Alter. Komm, fangen wir mal klein an. Und ich führe noch, das ist natürlich sehr gut. Shit. Alter. 12-12. Das muss ich hier natürlich vorlegen. Ach, das ist ja gar nichts, was der hat. Nehmen wir den, ne? Komm, was soll's. Gegner ist am Zug. Ein hässlicher Ghoul. Ich pass mal. Nein, dichter Nebel. Uiuiui, jetzt führt er. Nein. Okay, die erste Runde. Nein, Runde unentschieden, yes. Rundenbeginn, sehr nice. Naja, dann nehmen wir mal die, ne? Und
Die nehmen wir noch. Jo, und jetzt passe ich natürlich. Yeah! Und ich habe gewonnen. Nice. Sehr schön. In diesem Sinne war es das auch für diese Folge, liebe Freunde. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Evil Within. Ciao. Nein! Quatsch! The Witcher natürlich. Ah ja, The Evil Within habe ich ja schon durchgespielt. Also The Witcher. Ciao.